Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 19 aus der Untergriesbach von der Challenge. Auf dem Weg jetzt hier den zweiten Transportauftrag abzugeben. Weil zufällig muss ich damit ja direkt zum Hof. Wäre ja toll, aber ich muss meinen Ladewagen und Mähwerk dann ja eh noch von Meier abholen. Das heißt, wir fahren jetzt einmal nach Hause. Bringen die Paletten weg, fahren dann zum Meier, legen die Plattform ab. Fahren dann wiederum nach Hause zu unserer Wiese und mähen die noch. Wir kriegen diese Woche noch schön Frischgras bei den Kühen rein. Ich mache den Anhänger auch voll, weil alles, was ich an Frischgras nicht brauche, schmeiße ich dann gleich ins Silo. Wobei, Moment, ist das dann eigentlich... Ne, es ist Frischgras, wenn ich es mähe und aufsammle. Oder? Müsste eigentlich. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht irgendwie vertan. Ja, normalerweise ist es doch so. Ja, klar, natürlich. Ich mähe das ja. Aber dann wäre es ja eigentlich einmal. Ist es doch frisch. Gemäht ist es frisch krass. Oder? Ja. Jetzt muss ich echt überlegen. Ne, doch, also müsste ja eigentlich frisch krass sein. Und das müsste ich ja die Tiere verfüttern können. Ja, nur Heu reicht nicht. Also ich brauche auf jeden Fall noch eine Futtersorte dazu. In dem Fall das frische Gras. Weil ich habe ja weder Klee noch Luzerne noch sonst was, die ja frisch wären. Die müsste ich ja nur mähen und aufsammeln. Dann wäre es ja Luzerne frisch quasi. Ne, es müsste ja eigentlich frisches Gras sein und nicht Silogras. Silogras ist ja dann, wenn ich es reingebe. Egal, ich mache jetzt einfach mal. Das wird schon schief. So wie immer bei uns. Das wird immer alles schief gehen. Auch nicht. So, Wir kennen's. Er hätte auch gerne noch ein anderes Feld später. Machst du die 9 oder sowas? Irgendwas. Oder hier auch die 19, ne? Irgendwas, wo man dann später auch mal Mais anpflanzen kann. Dass wir mal so ein bisschen Mais häckseln können auch, ne? So, ich bringe mich mal kurz vor. Dankeschön. Hab nicht so die Zeit, weißt du? Da muss ich mich fortbringen. So, saugeil, ey. Zweiter Tag. Ingame, Kühe. Geil. Alles geil. Ich finde das immer noch genial. Komme ich immer noch drüber. Dass wir das so geschafft haben, wie wir es geschafft haben. Dass wir da echt so weit sind. Ich meine, klar, wir sind im Moment echt am Fahren. Ne? Ich habe jetzt schon fast 28 Kilometer auf der Uhr mit dem Auto, mit dem Schlepper hier. Ist das hier? Bin ich jetzt richtig? Bin ich richtig? Warte, ich bin richtig. Okay. Hä? Kann ich hier tanken? Nö. Ist nur Deko. Schade. So. Es wäre natürlich schön toll gewesen, so gegenüber des Hofes zu tanken. Oh. Okay. Also, dann in dem Fall. Das machen wir runter. Das machen wir weg. Das machen wir auf. Und dann packen wir euch hier hin. Sind nämlich nur 4 Kisten. Hallo. Du darfst die Plattform mal loslassen. Dankeschön. So. Sind nur 4 Kisten. Und dann können wir den nämlich hier schon abschließen. So, 2251 Euro, jetzt haben wir 4738, Entschuldigung. Euronen. So, können wir zurückfahren. Können die Plattform wegbringen, können unser Mähwerk mitnehmen, können unseren Ladewagen mitnehmen und können auf die Wiese. Das sollten wir eigentlich auch noch schaffen. Und dann können wir nämlich den Kühen frisches Gras verfüttern, hauen den Rest ins Silo. Verdichten das und haben Grassilage. Kann dann theoretisch auch schon wieder schlafen, also einen Tag überspringen. Weil wir haben ja dann haben wir nichts mehr zu tun. Ne, Saatmission warm überlegen. Würde uns auch noch ordentlich Kohle bringen, glaube ich. Aber wir müssen halt auch Saatmittel kaufen. Also einmal Saatgut. Wobei, wenn ich jetzt mal überlege, warte mal, noch kurz anhalten. Mal ganz kurz, einmal kurz. So. Dahin.
Also, Weizen. Ich rechne mal. Wir haben eine Mission Weizen, zwei Missionen Weizen, drei Missionen Weizen, vier Missionen Weizen. Vier Missionen Weizen. Das heißt, das sind 3000 Euro, 4500 Euro, 7700 Euro, nee, 7800 Euro. Elfeinhalbtausend Euro ungefähr. Mal gucken, Feld 9 ist das. Das hat eine Fläche. Kann ich nicht sehen, doch, so kann ich sehen. So. 2 Hektar. Okay. Feld 9. Feld 35 Weizen. Das ist schon ein großes Feld, ne? 1,8 Hektar ist sogar noch kleiner als das andere. Okay. Feld 24. Hektar. Okay. Und Feld 46. Ah, das ist immer noch unser Nachbarfeld, ne? Ja. 1,7. Es wäre mit 2100 Liter Saatgut wahrscheinlich schaffbar. Und dann hätte ich, jetzt gesagt, 12.000 raus. Knappe 2, also ich sag mal, unterm Strich 10.000 Euro würde für mich bleiben. Wenn ich jetzt alle Missionen nacheinander machen würde und alle Felder mit Weizen ansehen würde, die sie wollen. Ich habe 4,2 Meter Arbeitsbreite, da sind teilweise Maschinen bei mit 6 Meter Arbeitsbreite und 9. Die Horsch Pronto hat ja 9 Meter. Also die doppelte Arbeitsfläche als meiner, aber dafür halt auch eine. Geht eigentlich. Puh. Weiß ich nicht. Ist eigentlich ein bisschen. Also es ist Kohle, die passt natürlich, ganz klar. Aber es ist schon. Ist schon ein Aufwand, zeitlicher Aufwand vor allen Dingen. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Weiß ich noch nicht, ob sich das für mich lohnt, rechnet, ob das Sinn macht. Ja, ich lasse es mal durch den Kopf gehen. So. Okay, dann wollen wir kommen. Oh, ich hätte den. Oh, ist jetzt egal, ne? Ich hätte den Agridampfer abmachen sollen. Nu ist egal, nu ist dran. So. Dann den Ladewagen hinten dran. Er ist jetzt, wie gesagt, ist nicht der größte Ladewagen. Aber passt schon. So. Okay. Ja, gut. Ja, gut, ich muss ihn wahrscheinlich ein bisschen runterstellen. Zurückgeben. Okay. Gucken, ob ich den. Kann ich den noch ein bisschen in der. Nee, kann ich nicht. Oh, das wird natürlich jetzt. Kommt hier. Das wird eng. Eieieiei. Okay. Könnte interessant werden. So, machen wir uns mal in unsere Wiese. Gucken mal, ob das Ganze passt. Mit 4.700 Euro fühle ich mich auch deutlich wieder sicherer. Und dann schauen wir mal. Ich bin nur noch überlegen mit den Missionen.
Ich sag ja, 2100 Euro musst du ungefähr grob rechnen. Nicht nur grob, musst du rechnen für eine Palette Saatgut. Da hast du 2100, nee, Moment, du hast 2100 Liter drauf. Das ist, glaube ich, 2000 Euro. Da war es 2100 Liter Saatgut. Das müsste beim Weizen normalerweise für die Menge an Fläche reichen. Sage ich jetzt mal. Weizen ist ja wohl nicht so viel Aussaat. Das heißt, du bist gut. Ja, du kriegst gute 10.000 Euro, kriegst du raus. Du hast die Arbeitszeit, du musst halt fahren. Ne, du musst die Felder nach und nach abfahren und nach alles ansehen. Das ist halt massiv Zeit, die drauf geht. Aber das bringt halt auch 10.000 Euro. Das wäre dann für uns wieder 15.000 Euro knapp, die wir dann auf dem Konto hätten. Was wieder ein Budget wäre, wenn wir uns dann nichts bieten müssen. Weil das mit dem Mähwerk vielleicht doch nicht klappt. Da ist so eine Sache. Da ist so eine Sache. Auch mal überlegen. Ich bin noch nicht ganz durch mit der Überlegung, bin ich noch nicht. Ich muss jetzt mal gucken, dass es hier mit dem Ladewagen funktioniert, der ja nicht gerade passend für den Fendt ist. Auch von der Höhe her nicht, aber gut. Komm. Läuft. Wird schon. Läuft. Ich könnte direkt vorher abbiegen, ne? Ja, nicht vergessen. So, wir fangen direkt da vorne mal an. So, direkt hier vorne. Ja, hier ist gut. Also, einmal auf den. Einmal so. Einmal so. Gucken wir mal. Oh, er sammelt auf. Er sammelt Gras auf. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt Gras. Das ist jetzt kein Frischgras, ne? Ja, der sammelt auch nicht alles auf. Nee, der hängt nicht optimal hinter dem Schiede. Na, es geht aber. Ich fahre mal geradeaus, da muss ich nicht so viel kurbeln. Na doch, das geht. Ja, ich habe ja Zugang zu dem Land, ich weiß. Nee, das passt. Okay. Kann ich nämlich das Ganze mähen und schmeiß das in Silo etc. Oh, ich müsste aber müsste doch eigentlich bei den Kühen jetzt funktionieren. Hoffe ich mal. Wir werden sehen. Den Rest da hinten, was da so ein bisschen rumliegt, das sammle ich nachher auf. Jetzt erstmal gucken, dass wir hier so möglichst die geraden Bahnen reinkriegen. Ne, ich sage, die Masse an der Tracht, bei der... Aber erstmal ist es nicht voll gedüngt. Zweitens ist ja die Höhe von dem Gras, das ist ja, glaube ich, gerade mal erste Wachstumsphase. Also da ist ja eigentlich noch viel mehr Potenzial gegeben. Jetzt habe ich schon Knick drin. So, sauber, sauber. Ich mag es, Klicke reinzufahren. So. Nee, passt. Läuft. Gut. Ich würde sagen, ich mähe hier mal so ein bisschen Gras. Und für euch soll es das für heute schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Hat euch gefallen? Würde mich natürlich drüber freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr, sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze hier anschaut. Und sage, bis zum nächsten Mal.